So, Freunde, wir sind aktuell wieder bei The Witness und gestern kam mir leider keine Folge. Es tut mir ein bisschen leid, aber es war ein bisschen stressig hier. Und, Freunde, ich habe mich hier schon ein bisschen umgeschaut und ich habe mir gedacht, hey, wie kann ich dann dieses blöde Rätsel hier lösen? Beziehungsweise diese eine, die anderen sind nur noch alle ausgeblendet. Und ich sehe hier zwar den Startpunkt und sehe, wohin in etwa die Linie geht, aber sie endet nirgends. Ich habe es auch probiert von ganz vielen verschiedenen Winkeln, mich da ein bisschen drauf vorzubereiten und ja, dass ich nicht ganz wie ein Vollhonk dastehe. Ich habe allerdings keinen Weg gefunden. Aber, als wir hier reingekommen sind, habe ich gesagt, hey, wir können hier runterschauen. Was mir dann aufgefallen ist, es ist kein Runterschauen, es ist Wasser und es ist eine Spiegelung. Das heißt, wir werden mithilfe von Spiegelungen im Wasser dieses Rätsel lösen müssen, wobei es ja eher aussieht wie ein kleines Loch, das hier irgendwo im Boden ist, wo es hier nochmal runter geht. Und wir haben hier oben einen Scheinwerfer und der spiegelt sich nämlich hier auch drinnen. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass es wieder sehr schwer für mich wird. Da tue ich mir ein bisschen schwer, im Spiegelverkehr zu denken. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Und wir starten einfach mal mit dem ersten Rätsel. Und ich könnte mir dann sogar vielleicht vorstellen, wobei, ich weiß gar nicht, ob es hier einen Laser gibt, Freunde. Haben wir hinten noch eine Tür? Ja, hier ist tatsächlich eine Tür. Wo ist der letzte Monitor? Ist es der hier? Ich weiß nicht. Okay, Freunde, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier los und testen das Ganze. Das scheint doch relativ überschaubar zu sein. Wir gehen das einfach hier und hier. Okay, jetzt ist der hier angegangen. Wir starten in der Mitte. Gehen hier runter. Moment, ich hoffe, ich bekomme das hier gleich gebacken. So. War das jetzt nicht so? War es eins weiter? Eins zuvor? Bin ich komplett auf dem Holzweg? Eins, zwei, drei. Ja, man kann es auch nicht ordentlich. Eins, zwei, drei, vier. Wenn wir das jetzt spiegeln, müsste das dann so aussehen. 1, 2, 3, 4. Ach du Scheiße. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt auch, by the way, Freunde. Denn ich habe nämlich ein Nvidia-Update gemacht und da hakt es dann ab und zu manchmal gerne nach dem Update. Deswegen hoffe ich jetzt, dass die Aufnahme läuft. Okay, Freunde, wir müssen jetzt ein bisschen fokussieren. Okay, wir haben jetzt hier dieses Rätsel. Wir haben hier diese Spiegelung auf dem Boden. Wenn wir es jetzt genauso machen oder im Wasser. Wenn wir es jetzt genau... Moment mal. War das jetzt nach unten oder nach oben? Würde das nicht so funktionieren? Freunde, das ist leichter, als es aussieht. Moment, ich muss hier rum und dann schaffen wir es hier. Das sieht wirklich einfacher aus, als es tatsächlich ist, denn es ist alles spiegelverkehrt. Und das ist schon ein bisschen tricky. Jetzt haben wir hier hinten dieses Rätsel. Vielleicht können wir das hier mithilfe von dem lösen. Ah, Moment mal, wir haben hier einen anderen Startpunkt. Da muss es der hier sein. In die Mitte, komplett durch. Nach unten, nach unten und hier raus. Sehr schön. Da haben wir unseren nächsten Monitor. Ach, Harry. Ja, das kann ich nämlich im Wasser hier ordentlich sehen. Ja, aber wenn wir hier anfangen, wenn es gespiegelt wird. Ne, wir müssen hier anfangen. Also müssen wir hier runter. Hier rüber. Wie war es denn jetzt? So und so? Oh Leute, diese Rätsel machen mich wirklich fertig. Also es ist sehr, sehr tricky, muss ich sagen. Ich kann es aber auch nicht schön erkennen. Das kann aber wieder an den Scheinwerfern hier liegen, die mich hier anstrahlen. Also wir müssen hier... runter. Das haben wir schon ganz gut gelöst. Jetzt will ich es hier nochmal kurz probieren. Wir gehen auch wieder ein Stückchen zurück.
Und ich hoffe auch, dass man jetzt die Spiegelung hier gut lesen. Ah, nee, Moment, wir müssen hier wieder anfangen. Dann müssen wir hier hoch. Hier rüber. Dann können wir nichts mehr erkennen. Also wir müssen hoch. In die Mitte. Von der Mitte müssen wir dann nach unten. Und hier rechts. Kriegen wir das hin? So. What? Geht's nochmal nach oben? Wie gesagt, oh ja, tatsächlich. Wie gesagt, ich kann es hier nicht sehr schön sehen. Ich glaube aber schon. Gehen wir nochmal wieder ein Stückchen hin, dass wir auch was sehen können. Wir starten hier, gehen hier rüber. Gehen hier runter. Moment mal. So. Runter, hier rüber und raus. Ah, okay. Was hat sich jetzt aktiviert? Ah, die ist hier hinten. Die Spiegelungen sind hier irgendwie sowieso ein bisschen komisch. Wie kann ich denn das jetzt hier sehen? Ach du Scheiße. Wo ist denn hier der Startpunkt? Die muss hier unten sein. Also ist unten wieder oben. Kommt das hin? Ah, haben sie sehr, sehr schlau gemacht. Okay, Freunde. Es ist wieder Zeit für Fototime. Aber ich habe mein Telefon nicht hier. Das liegt, denke ich mal, hinten irgendwo am Sofa. Okay, das heißt, wir müssen es jetzt so lösen. Ich will jetzt hier mal kurz testen. Wo sind wir hier? Genau. Also müssen wir tatsächlich unten starten. Blödsinn, oben starten. Gehen den halben Kreis nach oben. Dann ein V. So. So. Auch nicht. Okay. Ah, wir starten oben. Ist es exakt die Mitte? Habe ich jetzt unten oder oben angefangen, Freunde? Es muss so eine Art auch M ergeben. Was so? Ah, sehr schön. Okay. Was hat sich jetzt... Ah, die Tür hier hinten. Okay, habe ich mir doch... Ach sowas, das ist so eher mein Skillgebiet. Und ich bin ja noch gespannt, wie weit wir noch kommen. Ich habe ja gesagt, ich spiele so weit, wie ich schaffe. Noch ist es überschaubar. Wir haben wesentlich Schwierigeres schon gespielt. Ja, okay, verstehe ich jetzt nicht, aber ist nicht so schlimm. Und hier scheint alles zu spiegeln. Es sieht von der Atmosphäre wirklich cool aus. Und ich habe die Befürchtung, dass wir hier wieder verschiedene Lichter einschalten können. Ich will jetzt noch gar nichts drücken, weil ich habe nämlich Angst, dass wir dann irgendwas ändern. Womöglich. Hier ist eine Tafel im Wasser. Aber ich denke, uns wird nichts anderes übrig bleiben. Oder können wir hier schon irgendwas sehen? Ein bisschen näher hingehen. Ach du Kacke. Ich verstehe das Rätsel jetzt schon nicht. Ich ahne sehr, sehr Schlimmes. Was passiert denn, wenn wir... Der Wasserspiegel senkt sich. Aber was heißt das für uns oder was bedeutet das für uns? Ah, ich kann hier eine Lösung sehen. Aber ich weiß nicht. Moment. Wie war denn das jetzt? Scheiße, jetzt habe ich es nicht. So und so. Warum funktioniert das jetzt nicht?
Ah, so. Und so. Ach, es ist wieder Wasser hier, ne? Ist wieder spiegelverkehrt. Nein! Warum bewegt sich auch meine Maus? Oder mein Bild, war das jetzt so? Jetzt muss ich nochmal gucken. Wir starten in der Mitte. Wir müssen in der Mitte wieder raus. Das heißt, wir fahren hier nach links, also müssen wir nach rechts. Wir starten hier. Ey! Weil sich das ganze Bild hier verschiebt. Was habe ich jetzt gesagt? Wir fahren nach links. Also müssen wir nach rechts. So. Dann hier hoch. Und dann so. Was stimmt denn hier jetzt schon wieder nicht? Können wir nicht noch einen Happen zurück? Dann sehen wir wieder nicht dieses Bild. Wobei, Leute, das ist doch... Ist das grün? Ah, nee, das lag jetzt hier gerade tatsächlich nur am Licht. Wir probieren es nochmal. Moment. Ja, man erkennt es wirklich schwer. Also nur wenn man wirklich direkt davor steht. Wir müssen in der Mitte starten. Es geht nach links, also müssten wir rein theoretisch nach rechts. Stimmt das? Dann schräg runter. So eine Art Z. Dass es so eine Art Z ergibt. Nein! So. Okay, dann haben wir das erste. Hier ist das zweite. Da haben wir auch schon die Lösung gesehen. Da müssen wir allerdings wieder den Wasserspiegel anheben. Glaube ich zumindest. Bloß. Okay, das funktioniert nicht, wenn wir es einfach hier machen. So heben wir wieder den Wasserspiegel an. Oder auch nicht. Doch, tatsächlich, wir heben ihn wieder an. Ich weiß ja hier schon gar nicht mehr langsam, was real ist und was nicht real ist. Wir müssen hier hoch. Wir müssen hier runter. Hier gerade rüber. So. Okay. Also von der Farbkonstellation sieht es ja wirklich cool aus. Jetzt sag bloß, wir müssen schon wieder runter. Ich gehe mal schwer davon aus, haben wir auch irgendwo einen Schalter? Ja, hier ist einer. Oh, hier ist ja auch noch ein Bildchen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das dann sehen können. Okay, bis... Ah, jetzt kommt so langsam die Spiegelung. Oder? Du Scheiße, Leute, seid mir nicht böse, aber ich kann hier. Da senkt sich nicht mehr wirklich viel. Ich kann hier gar nichts sehen. Da muss ein Haken dabei sein. Kann ich von irgendeiner anderen Seite. Von hier drüben vielleicht, wenn wir drauf schauen. Ja, zum Glück kann man hier nicht runterfallen. Nee, man sieht aber auch nichts. Muss ich vielleicht erst ein anderes Rätsel lösen, womöglich? Es dauert ja immer so ein bisschen, bis man den Wasserspiegel wieder anhebt. Deswegen schaue ich jetzt erstmal, ob wir vielleicht irgendwas noch anderes oder irgendwas anderes noch lösen können. Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Wo ist jetzt der tatsächliche Schalter? Das sind die zwei Schalter oben und unten. Und ich denke mal, das ist die Spiegelung. Bloß, wie lösen wir denn das Rätsel? Vielleicht, wenn wir nochmal den Wasserstand anheben und vielleicht ein bisschen dabei rumlaufen, wäre das vielleicht sinnvoll.
war denn jetzt dieser Schalter? Hier. Wir probieren es einfach nochmal. Oder müssen wir vielleicht echt... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht sehen wir es hier. Kann mich jetzt allerdings auch täuschen. Also bis jetzt habe ich noch gar nichts gesehen. Okay, das sind wir schon wieder am Ende. Wie sieht es denn mit dem hier aus? Hier können wir auch nichts erkennen. Ja, Freunde, wie lösen wir denn das Rätsel? Wir sehen nicht, wo es hingeht. Wir waren hier drüben. Wir waren direkt davor gestanden. Werden wir jetzt hier in der Ecke es nochmal probieren? Komm schon, gib mir einen Hinweis. Freunde, das wird... Irgendwo muss die Lösung sein. Ich weiß nicht wo, ob es jetzt der Standpunkt ist, wo wir sind oder wo wir hin müssen. Oder wo wir es anschauen müssen, sagen wir so. Jetzt habe ich sie komplett verloren. Hier hinten ist sie. Hier können wir gar nichts sehen. Hier können wir auch nichts sehen. Irgendwo muss der Trick dabei sein. Bloß wo? Hm. Das ist jetzt eine enorm gute Frage. Vor allem, müssen wir jetzt den Wasserstand senken, müssen wir ihn anheben? Müssen wir jetzt irgendwo stehen, damit das Licht sich schön... Spiegel auf dieser Platte oder ich weiß es noch nicht. Das ist irgendwas hier mit dem mit der Rückseite zu tun vielleicht? Ja, aber was hier schon so auffällig ist, dass hier halt auch gleich ein Schalter hingebaut ist. Aber hier waren wir schon. Wenn wir es jetzt von der anderen Seite probieren und schauen vielleicht mal von hier drauf. Achso, hier sehen wir nichts. Ich könnte mir jetzt nicht erklären, von wo wir jetzt drauf schauen sollten. Von hier vielleicht. Probieren wir es nochmal. Freunde, ich mache euch einen Deal. Wir probieren das jetzt tatsächlich nochmal. Falls es nicht klappt, schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr das seht, beziehungsweise wie ihr das lösen würdet oder wie man es lösen könnte eventuell. Und dann schaue ich mal, ob ich das mit Hilfe eurer, mit Hilfe euch, von euch lösen könnte. Aber hier zeichnet sich definitiv nichts ab. Ich kann mir vorstellen, dass es womöglich gar nichts mit der Spiegelung vielleicht zu tun hat. Liegt jetzt der Fehler vielleicht ganz woanders? Dass vielleicht irgendein Schatten oder irgendwas im Wasser, das uns den Weg zeigen könnte?
Ich meine, wir können jetzt natürlich wie wild drauf losprobieren. Ob das jetzt allerdings das Rätsel Lösung ist? Das wüsste ich jetzt nicht. Okay. Freunde, ich mache einen Deal. Wir sind jetzt zwar nicht sonderlich weit gekommen, aber wie gesagt, jetzt will ich euch mal ein bisschen mit einbeziehen. Wie könnte man das Rätsel lösen? Und falls ihr es wisst, ihr könnt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Und ihr dürft aber dazu schreiben, habt ihr es bei jemand anders gesehen, wie es funktioniert? Oder habt ihr es euch selbst gedacht? Ich weiß es nämlich nicht. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich hier noch ein Stündchen rumschlagen. Dann würde ich es wahrscheinlich auch finden. Aber das dauert dann natürlich, oder würde Rahmen natürlich sprengen. Okay, Freunde, dann war es das auf jeden Fall von dieser Folge. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall wie immer erstmal fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut, euer Mofa.